Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei Gekonnt Wirken, die Image Akademie zu einer neuen Folge von Gekonnt Wirken TV. Ich bin Janine Katharina Pötsch, Expertin für Stilsicherheit und Vordenkerin für moderne Aristokraten. Ich habe mich heute zum Jahresanfang so mal gefragt, was zeichnet denn eigentlich eine Persönlichkeit aus? Weil Vordenkerin für moderne Aristokraten, da steckt ja auch so ein bisschen das Thema Persönlichkeit dahinter. Und ganz viele Kunden kommen ja am Jahresanfang auch immer zu mir zum Image-Coaching. Da geht es speziell um das Thema, wie kann ich meine Persönlichkeit auch stärken oder was kann ich auch machen, dass ich zu einer unverkennbaren, unverwechselbaren Persönlichkeit werde. Wenn das auch für Sie interessant ist, dann habe ich jetzt mal fünf wichtige Punkte zusammengetragen, die für mich wirklich eine Persönlichkeit ausmachen. Punkt 1 ist zum einen, eine Persönlichkeit hat für mich immer eine ganz, ganz klare Identität. Also sie weiß genau, wofür stehe ich, was zeichnet mich aus, was sind meine Stärken, was sind meine Talente, was sind meine Visionen. Die steht auch, eine Persönlichkeit steht auch dazu, was sie nicht können, also was sie total hassen, was auch ihre Schwächen sind. Und sie arbeiten immer an den Stärken. Punkt 2 ist für mich, eine Persönlichkeit hat immer eine ganz klare Haltung. Also sie hat eine Botschaft, zu der sie auch steht. Das kann politisch sein, das kann im sozialen Bereich was sein, das kann einfach ein Thema sein, das sie besetzt. Das ist einfach total wichtig, dass sie einfach dieses Standing hat, diese Haltung hat und die sie immer und immer wieder kommuniziert. Bei mir zum Beispiel ist es halt das Thema, das Wording hat Vordenkerin für moderne Aristokraten. Ich hebe mich damit nicht ab, weil das vielleicht denken würde, ich habe so einen kleinen Schacker, aber für mich ist es einfach so, es ist einfach so, diese Stilsicherheit und dieses Vordenkerin, das ist für mich einfach mein Thema, dafür stehe ich, dafür lebe ich, dafür brenne ich und dafür inspiriere ich auch andere Menschen. Also so eine Art wie ja, ein Pioniergeist, ein Vordenker auch oder jemand, der ein Mentor oder ein Inspirator ist. Was könnte denn das zum Beispiel auch für dich oder für sie sein? Dann Punkt 3 finde ich immer ganz wichtig, dass eine Persönlichkeit, also eine Menschenmarke auch einen Wiedererkennungswert hat. Wie Sie das vielleicht bei mir, bei meinen Videos verfolgen können, ist das bei mir immer so ein bisschen das Thema mit den Farben, also hellblau oder weiß oder blau und weiß oder meine Perlenkette, die sind immer wieder in den Videos, auch und auf all meinen Bildern. Also, dass man genau weiß, aha, das ist halt eine Lady, also das ist für mich auch das Wichtigste zu sein, wirklich eine wahre Lady. Und was könnte das auch für dich oder für sie sein? Genau sowas arbeite ich ja mit meinem Kunden halt auch immer am Corporate Design Prozess heraus, also wobei genau herausfinden im Stilprofil, was passt dann genau als Markenzeichen, als unverkennbares Markenzeichen. Dann Punkt 4 ist zum Beispiel auch für mich ganz wichtig, dass eine Persönlichkeit auch eine ganz klare Kommunikationslinie hat. Also, dass man sich nicht anpasst, dass man genau seine eigene Wortwahl hat, sich genau auch so präsentiert, dass es immer ganz klar ist. Dass das sowohl klar ist im Netz, wie ich mich auch da präsentiere, in den sozialen Medien. Und dass das natürlich auch eins zu eins identisch ist, wenn ich jemanden in Natura treffe. Weil mir fällt ganz, ganz oft auf, dass Menschen auch bei Punkt 3 nochmal mit dem Wiedererkennungswert, dass die, wenn man sie im Internet halt zum Beispiel sieht, eine Videobotschaft oder ja, eine Broschüre, ein schönes Foto in den Netzwerken oder auf der Webseite und dann sieht man die Person in der Natur und denkt, hä, das ist doch nicht authentisch. Und das finde ich, ja, das finde ich immer echt so schade. Also da achten Sie wirklich bitte darauf, dass auch wirklich dieser Wortlaut, dass Sie das immer so und so nutzen. Und da müssen Sie jetzt auch kein Sprachstudent sein, sondern dann einfach für sich halt mal entwickeln, was sind Ihre Wortwahl. Bei mir ist zum Beispiel auch ein bisschen dieses Freche, dieses Provokative. Und dazu stehe ich auch wenn ich Knicketrainer bin, weil das ist einfach das, was mich halt ausmacht und mich unverwechselbar auch macht. Und dann ist natürlich Persönlichkeit für mich ganz wichtig. Die arbeiten wirklich an sich und die fragen sich jeden Tag, was kann ich für Nutzen in die Welt halt auch tun. Die haben auch wirklich einen sozialen Gedanken. Das ist wirklich auch dieser Wiedererkennungswert, den sie einfach auch wiedergeben. Die präsentieren sich, die gehen raus, die verkaufen sich, die verstecken sich auch nicht irgendwo. Oder ja, die wissen auch, dass man Fehler machen kann und dass man aus diesen Fehlern einfach auch lernt. Wenn auch Sie daran Interesse haben, mal so ein Image-Identitätsprofil mit mir zu erstellen zu lassen oder einfach mal so einen kleinen Prozess, wo ich Sie begleite, dann freue ich mich auf Ihre Anfrage an info@gekonnt-wirken.de. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über ein Like hier oder einen Kommentar unter dem Video und bis zum nächsten Gekonnt Wirken TV-Film, Ihre Janine Katharina Pötsch.